Die Ölraffinerie von Izmit in Flammen. Apokalyptische Szenen rund um das Epizentrum nahe der Millionenmetropole Istanbul. Bald 20 Jahre ist das jetzt her. Die Bilanz war verheerend. Knapp 18.000 Menschen starben, eine Viertelmillion wurden obdachlos, Tausende überlebten nur knapp. Nach dem Beben von 1999 fürchtet Istanbul nun die nächste große Katastrophe. Die Erdbebenaktivität in der Marmara-Region hat in den vergangenen 3 Jahren zugenommen. Es hat außergewöhnlich viele Mikroerdbeben gegeben. Das ist keine gute Nachricht. Wir rechnen daher mit dem großen Beben bereits in den kommenden 6 bis 7 Jahren. Vor den Toren der Stadt unter dem Marmara-Meer befindet sich die sogenannte anatolische Verwerfungszone. Messstationen am Ufer zeichnen jede Erderschütterung auf. Die anatolische und die eurasische Erdplatte hätten sich hier verkantet, sagen die Experten. Sehr bald schon könnte sich diese Spannung in einem großen Beben entladen. Das Epizentrum lokalisieren wir zurzeit im Außenbezirk Silivri. Dort in der Nähe wird es ein Beben der Stärke 7 geben. Wir rechnen sogar mit bis zu 7,5. Für die Megacity am Bosporus geht es also nicht um das Ob, sondern nur noch um das Wann und wie stark. Das große Beben, es wird kommen. Im Großraum Istanbul leben heute über 15 Millionen Menschen. Experten rechnen mit einer Opferzahl von bis zu 90.000 Toten. Erdbebenübung in einer Schule im Stadtteil Kaithane. Schnell Deckung suchen unter den Tischen, dann raus so schnell wie möglich. Überall in der Stadt haben sich Nachbarschaftskomitees und freiwillige Feuerwehren gegründet. Bis zu 40 Übungen führen sie jedes Jahr in Schulen und Kindergärten durch. Vor 20 Jahren erwischte uns das Beben völlig unvorbereitet, sagen sie. Das soll diesmal anders sein. Doch was nutzen alle Übungen, wenn die Infrastruktur Istanbuls schlecht ist? Die Gebäude in Istanbul sind oft schon sehr alt. Viele wurden beim Erdbeben vor 20 Jahren beschädigt und nur notdürftig repariert. Deshalb wird beim nächsten großen Erdbeben der Schaden sehr groß sein. Viele dieser damals beschädigten Häuser werden einstürzen. Recep Yelbaschir zeigt uns einen Container mit Katastrophenschutzmaterial. Damals, vor 20 Jahren, wurden sie von der Stadtverwaltung in ganz Istanbul aufgestellt. Doch seitdem ist nicht mehr viel passiert. Die Menschen, sagt er, vergessen schnell und gehen wieder zur Tagesordnung über. Die Container sind oft verrostet oder sie wurden geplündert. Heute sieht man kaum noch welche. Man findet sie nur noch im Zentrum der Stadtbezirke. Aber wir wissen nicht, ob die Geräte überhaupt noch gewartet werden. Ein anderes Problem Istanbuls sind die illegalen Bauten. Anfang Februar stürzte im Stadtteil Kartal ein Mehrfamilienhaus ein, begrub 21 Menschen unter sich. Ich sage Ihnen eins, Istanbul ist auf das nächste Erdbeben nicht vorbereitet. 21 Menschen sind bei dem Hausansturz in Kartal ums Leben gekommen. Istanbul ist eine Stadt, die schon ohne Erdbeben in sich zusammenfällt. Da braucht es nur ein bisschen zu regnen. Glauben Sie wirklich, dass man behaupten kann, die Gebäude hier seien stabil genug? Nein, das kann man nun wirklich nicht sagen. Savaş Karabulu zählt zu den größten Kritikern einer verfehlten Stadtpolitik. Er nimmt uns mit auf einen Rundgang durch Avcılar. Viele Häuser hier sind instabil und so marode, dass sie mittlerweile geräumt werden mussten. Trotzdem erließ die Regierung eine Amnestie für illegale Bauten. Allein in diesem Bezirk leben 75.000 Menschen. Viele Häuser wurden ohne Baugenehmigung gebaut. Sie sind nicht erdbebensicher. Das heißt, dass 75.000 Menschen einem großen Risiko ausgesetzt sind. In Avcılar kamen vor 20 Jahren die meisten Menschen ums Leben. Der Geophysiker schrieb seine Doktorarbeit über die Erdbebengefahr in diesem Viertel. Sein Urteil ist vernichtend. Notfallplanungen, die es nach dem großen Beben gab, wurden nicht umgesetzt. So gibt es in Avcılar nur 3 Sport- und Spielplätze, die als Sammelstellen dienen sollen. In Istanbul gibt es keine richtigen Sammelplätze. Viele Flächen wurden von der Regierung für Einkaufszentren oder Bürotürme vergeben. Von 470 einmal geplanten Sammelplätzen gibt es heute nur noch 74. Und selbst von denen wissen die Anwohner überhaupt nicht, wo sie sich befinden. So könnte es in Istanbul sehr bald wieder Bilder wie diese geben. Weil die Stadt gewachsen ist, weil Bauvorschriften nicht eingehalten, Notfallplanungen nicht umgesetzt wurden. Sie fragen mich, wie es nach dem Erdbeben aussehen wird. Was soll ich sagen? Ich hoffe, Gott möge uns davor bewahren. Die Zivilverteidigung und alle versuchen zu tun, was sie können. Aber es wird wohl trotzdem ein bitteres Ende nehmen.
Prestigeobjekte wie die neue Brücke, der neue Flughafen, Bürotürme und Einkaufszentren wurden erdbebensicher gebaut. Die meisten Häuser Istanbuls aber sind es nicht. Bis heute, 20 Jahre nach der letzten Katastrophe. Und die nächste, das scheint sicher, steht kurz bevor.